Hallo, hier ist der Deepstar. Willkommen zurück zu Free Space, The Great War, zur nächsten Mission. Ja, beim letzten Mal haben wir die Aquile-Installation verteidigen wollen. Haben wir nicht geschafft. Die wurde zerstört von der Lucifer. Die waren nämlich bereits schon da und hat die kurzerhand vernichtet. Ja, die Rettungskapsel konnten wir allerdings sichern, die Rettungskapseln, und haben es daher geschafft, die zu sichern. Und auch die Kommunikationsterminal wurde auch gesichert. Hat also auch wunderbar geklappt. Ja, mir ist eigentlich aufgefallen, uns wurde ein Ohren geklaut, kann man so sagen. In der Mission, wo wir die Hope verteidigen sollten, da hätten wir eigentlich ein Ohren erhalten müssen, haben wir aber nicht geschafft. Haben wir irgendwie nicht gekriegt, aus irgendwelchen Gründen. Ist ja irgendwie verbuggt wahrscheinlich. Durch den Bug haben wir den Ohren dann nicht erhalten, aber den Ohren hatten wir zum Glück schon, nämlich den Conspicuous Gallantry. Hätten wir eigentlich noch einen erhalten müssen, aber ja, haben wir halt nicht gekriegt. Naja, egal, es geht trotzdem weiter. Wir müssen halt mit einem Ohren weniger rumlaufen. Ich will jetzt. We have now lost vital ground to the Shivans in the Antares system and Sirius. The number of systems between the Shivans and Earth are dwindling fast. Fortunately, we were able to save the Beta Aquilae communications terminal. Aside from that single post, we have lost communications with every outer colony. The following transmission was picked up by the Terran listening outpost in the Beta Aquilae system. Refugees seeking the assistance of any Terran ships. We are on board of a Sudan science outpost when it was destroyed by the Shivans. We managed to land on this uncharted planet when our escape pod lost power. It's uninhabited, but we uncovered the remains of an ancient civilization. They were neither Terran, nor a Sudan, nor Shivan. Our scanning equipment was able to locate a storage device of some sort. It was heavily protected, which suggests it stores something quite valuable. Possibly information or technology. We are attempting to decipher the language of the device, but are fearful of Shiva attacks. I say this because it is immediately apparent that this planet was also destroyed by Shivan weapons. This is difficult to believe, considering the age of the remains, but the evidence is conclusive. What we ask is for rescue and an escort away from this planet. Our scientists are not normally a superstitious group, but having one's homeworld destroyed tends to shake your beliefs. Please send an armed rescue as soon as possible to these coordinates. Your next series of missions will require both massive firepower and intelligence. For this reason, I am assigning Alpha 1 to lead these missions. We will be attempting to rescue the Sudan refugees from Altair. This mission will be facilitated by the new subspace drive we have received. For years, the GTA has tried to give a fighter the ability to do inter-system jumps. After monitoring the Beta Aquilae engagements, the GTA science colony at Seoul has finally been able to solve the puzzle. All GTA fighters are currently being equipped with inter-system subspace drives. Research and development have nearly completed Project Ursa, which should be our best bet at defeating the Shivan Lucifer Destroyer. For those of you that haven't been keeping up, Project Ursa is an attempt to make a new type of heavy bomber capable of carrying the Harbinger bomb. We expect that a wing of Ursas will be available to you on your return trip from Altair. The Harbinger will assist us greatly in any attacks against capital ships. Until recently, Harbingers were reserved for planetary attacks only. With this project nearing completion, we may be able to finally defeat the Lucifer. Ja, wir haben neue Technologien, neue Spielzeuge. Die kriegen wir aber dann nach unserer Rückkehr erst, nämlich die Ursa und den Harbinger, die Harbinger-Bombe. Die Bombe dazu. You may or may not want to use the new disruptor missile to assist you in the next few missions. It is the only missile in our arsenal which allows us to completely shut down a cruiser for a short amount of time. It's definitely worth a look. Details are in the tech room. Ja, so sieht die Situation gerade aus. Wir haben einen Notruf empfangen von aus Altair. Da sind Wissenschaftler abgestürzt, über Flucht waren von Shivanern. Und ja, sind auf dem Planeten, den wir noch nicht kartografiert hatten, ja, gelandet und haben da alte Ruinen entdeckt. Und ja, dieser Planet wurde von den Shivanern zerstört.
obwohl es eigentlich nicht sein könnte, weil das ziemlich alt ist, diese Ruinen, die da gefunden worden sind. Und ja, die vermuten jetzt, dass da wichtige Daten sind in so einem Datenspeicher, was sie da gefunden haben. Und ja, haben jetzt auf Unterstützung und Evakuierung halt gebeten. Und wir sollen das persönlich übernehmen. Wir wurden ja dafür eingeteilt, diese Mission zu leiten dorthin. Und ja, haben auch neue Spielzeuge, kann man sagen. Einmal ein Sprungantrieb, der es jetzt ermöglicht, auch dass wir als Jäger auch durch Sprungknoten fliegen können. In der Waffe war es nicht der, bisher war es nicht der Fall, da konnten wir nur innerhalb eines Systems springen, aber halt nicht zwischen den Sternsystemen. Jetzt können wir halt auch Sprungknoten benutzen und haben wir jetzt die Ursa, kriegen wir noch, wenn wir zurück sind, kriegen wir eine Ursa-Bombe und eine Bombe dafür. Die Haminger-Bombe, die für planetarische Bomben im Mars gedacht war, und dann auch diese Disruptor-Missile hier. Ja, die kriegen wir jetzt schon, das ist eine Rakete, die ja, das komplette Technik des Zielschiffes lahmlicht, also alle Waffen aus, Triebwerk aus, alles, also funktioniert aber gar nichts mehr für diverse Sekunden. Und ja, in der Zeit kann natürlich das Zielschiff natürlich zerstören, unter Umständen, was sie mich sehr stark beschädigen. Also könnte eine wichtige Waffe sein. Ja, es geht weiter in dem Briefing. As you already know, the Shivans have begun a massive offensive. They have completely cut us off from all of the outer colonies and have our forces confined to 9 systems that form the heart of Terran space. However, in what used to be Vasudan space at Altair, a group of Vasudan refugees has apparently unearthed records from a long dead civilization. Terran Command believes the information in these records to be of great importance. We have located one potential weak point in the Shivan barrier encircling us. The Deneb jump node to the Altair system is being guarded by only one cruiser, the Zenith. The Zenith is currently on patrol with just 2 wings of Shivan fighters, the Arjuna Interceptors and the Rama Superiority Fighters. However, we believe they are able to call in reinforcements. Your primary objective will be to destroy the Zenith. Take out the Zenith's communication system first to prevent it from calling in reinforcements. If you're unable to do that, go after all weapon systems, including turrets and missile launchers. Alpha Wing will provide cover for the bombers. Gamma Wing will assist Alpha and will attempt to take out the communication system on Zenith. Beta will be equipped with tsunami bombs and will be targeting suspected weak points on the Zenith's hull. After you have completed these tasks, stand by for further orders. Good luck, Alpha One. Das ist unsere Mission. Ja, wir müssen die Zenith zerstören und entwaffnen, also einfach kaputt machen, und alle Shivaner auch dabei, also weil das der Schwachpunkt ist, um nach Altair zu kommen. Es gibt wohl einen Sprungknoten von Deneb nach Altair. Ja, bei Shiva 2 gibt es den auch nicht, also ist auch wieder so eine kleine Inkonsistenz zwischen den Teilen. Aber hier gibt es den halt und ja, ist halt die Schwachstelle. Und ja, wir sollen halt angreifen und das dann vernichten, das ist unsere Aufgabe. Ja, Was kriegen wir denn? Wir kriegen den CTF Ulysses, ja, kriegen wir gestellt, wird uns empfohlen für diese Mission. Denke mal, die Wahl ist in Ordnung. Beta fliegt mit Medusa-Bombern los und Gamma mit Herkules-Jägern, das ist in Ordnung. Ja, Alpha fliegt mit Prometheus und Avengers. Ja, gute Wahl, ich denke, Banshees, kann die überhaupt Banshees? Ne, die kann gar keine Banshees. Also bringt das auch gar nichts. Und raketentechnisch sind wir mit Hornets ausgerüstet. Das ist auch in Ordnung. Ja, Beta fliegt mit Avengers und Stilettos, Synaptik und Tsunami-Bomben, das ist auch in Ordnung, muss man nichts weiter sagen. Die fliegen los mit Banshees und Disruptor-Kanonen. Ja, Disruptor-Kanonen. Haben die was anderes hier? Ne, die Junge, keine andere Waffe. Können die Flail, könnte ich nehmen, aber. Ja, haben da keine andere Waffe, deswegen müssen wir damit Disruptor rumfliegen. Muss dann halt auch reichen. Ja, Interceptor und Phoenix ist auch in Ordnung. Ja, wo wir bei Disruptoren sind, dann müssten dann die hier sein. GTM 31 Disruptor Missile. Erwartet der Prototyp, mittlere Zielerfassungszeit, taktische Rakete und da bricht Subsysteme. Das ist dieses Teil. Können wir auch selbst benutzen, aber das wäre ein bisschen doof, weil man nur ein Raketenslot. Daher, ja, ich mir überlegen, ob wir nicht
die damit ausrüsten? Ne, die kann dann gar nicht. Die kann ich gar nicht nutzen. Ah, wäre natürlich jetzt so einfach gewesen. Ja, würde ich mal sagen, wir fliegen so los, denke ich mal. Ist am besten. Und los geht's. Oh, nicht alles. Lilis. It takes a Sinus kommen, ja, ja. Boah, Hilfe! Ja. Mal kaputt machen hier, den Dragon hier, Drachenjäger. Ja, der hält so viel aus, das sieht ja, das Schild ist so irre. Übel stark. Ja, jetzt hat's mal gebrochen. Jetzt haben wir es durchbrochen. Haben wir es durchbrochen, dieses scheiß Schild. Drama. Raumüberlegenheitsjäger unter sich. Ist auch ein Raumüberlegenheitsjäger. Hier dieses Ding. Und hier ist auch einer. Ja. Meine Güte. Jetzt geht schon kaputt. Man, dieses Schild ist so unglaublich. Das ist so zu schwer zu durchbrechen, man, den Teil. Ich nehme mal einen Bomber, ey. Besser, das besser ist ein Bomber. Da hört das Ding natürlich kaum Hilfe, aber. Also. Er geht immer noch nicht. Jetzt aber. Endlich mal erwischt dieses Mistding. So, jetzt können wir mal hier ganz in Ruhe die Manticore auseinandernehmen. Die sind nicht so lästig in meinen Augen. Die sind zwar ausgehend wendig, aber die kann man einfacher treffen, weil die sind nicht so wendig. Die sind halt nicht so. Die sind zwar schnell, aber auch nicht so wendig und lassen einfacher treffen einfach. Einmal abgelangt, einmal abgewehrt. Komm her, ich bin da der. Hab ich schon gerettet, ich bin jetzt der Held. Hier ist ein Held. So, das sieht doch deutlich besser aus, schon mal hier. Tot. Hui, was ist das? Ja. Ja, ich halte hier den anderen den Rücken frei. Oh, da fliegt er mir vor die Nase. Oh, ich fliege in den rein, kann man nehmen, wenn man will. Weg. What the hell? I have a light cruiser just arrived. Was zum Teufel? Das ist die. So, dann müssen wir die jetzt platt machen. Engaging now, Sir. Puh, jetzt haben wir die einmal erlegt, die Shyvana. Jetzt müssen wir noch den Hammer auf Lightkreuzer kaputt machen. Hammer des Lichts. Ja, zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Lass uns nur Sterne sehen oder so, nämlich mich oder so ähnlich. Ja, die Tossen sind nämlich relativ einfach zu knacken, wie es aussieht. So, jetzt geht's ab hier. Wunder, die anderen hier hinter mir? Hinter mir fliegen die los. Wir sind hier Vorhut und hauen da jetzt rein, ordentlich rein. Triebwerk, das ist unser Ziel. Wir müssen das Triebwerk klanken. Damit das Ding nicht abhaut. Wenn es abhauen will, will es nicht abhauen. Aber wenn momentan Kurs auf uns nimmt, aber hat uns erfasst und hieß auf uns.
No. Yeah. Nehmen wir nächstes. So. Nein, 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 du kriegst nicht. Du kriegst den nicht. Ich krieg dich jetzt. Ich meine die alle. Ich mach die alle. Siehst du das? Siehst du das? Guck doch mal. Das fühlt mir irgendwie im Spiel, wenn man seinen Gegner mal ein bisschen aufstacheln kann. Benedict is doomed. Great job, Alpha One. Looks like the sector is clear. Stand by for new orders. So, alle erwischt. Ja, das haben wir auch erwischt, die Benedikt. Mal gucken, der Name finden, was dann das Schiff. Benedikt. As you already know, we are sending scientists to the Altair system to investigate records found on Altair 4. Command hopes they will aid us in our war with the Shivans. The Rosetta is currently carrying the scientists. It will rendezvous with two transports, Omega 1 and Omega 2. All three ships should be arriving within a few minutes. Omega Wing will dock with the Rosetta as soon as they arrive. Oversee this personal transfer, then escort Omega 1 and Omega 2 to the jump node. Das ist unser Missionsziel, neue Mission direkt im Anschluss. Ja, wir müssen jetzt die Wissenschaftler nach Altair bringen, und zwar ja, sind die auf der Rosetta und die werden jetzt umgeladen auf zwei Transporter. Und die bringen wir jetzt, die müssen wir jetzt wegbringen. Machen wir das mal. Hier noch keiner da, noch keiner. Oh, das ist ein Nachschubschiff. Versorgungsschiff heißt es ja. Na, wir sind aber noch recht gut dabei, haben ja auch kaum was abgemacht. Ja, jetzt geht's weiter in der nächsten Mission. Retten weiter hier mit der. Ihr kriegt keine Ruhe, wir sind ja natürlich im Krieg. Die Zeit rennt uns davon. Rennt uns davon. Ja, wir haben uns ein Ohren geklaut, das finde ich total scheiße. Auch wenn wir schon haben. So, Alpha kümmert sich um den hier. Nein. Gamma kümmert sich um den. I'm on it. Und Omega 2 wird von Beta eskortiert. Roger that, sir. Ist jetzt zwar eine komische Wahl, ein Bomber-Geschwader jetzt als Eskort zu verwenden, aber das muss so sein. Das muss einfach sein. Omega 2 ist ja auch nicht so. Ehrlich gesagt, ist auch nicht so gefährdet hier wie Omega 1. Omega 1 ist richtig übel dran, weil die jetzt erst wieder losfliegen, weil das immer eine 1 ist. Aber wir müssen immer. Wir müssen immer die da zerstören. Und Alpha lasse ich halt die Rosetta sichern. Ach komm her. So, ja. Das war der erste Angriff. Wollten gleich die Rosetta zerstören, die etwas ungünstig im Raum liegt. Sieht auch wieder lustig aus. Was machen die da eigentlich? Haben nicht gesagt, dass Peter den dahin fliegen soll? Yes, sir. Peter hört nicht auf mich. Unglaublich. So, wir haben ja Shaitan zum Scheitern verurteilte Verbrecher, zum Scheitern verurteilte Verbrecher erledigen. Heißt ja auch immer, neue Banditen eingetroffen. Na ja. Na, komm schon. So, oh, jetzt der nächste. Oh, irgendwo. Einmal fetter Knall.
Ja, ich frage mich, wieso Gamma, wieso Beta hier rumfliegt. Bei dem Omega da an. Docking. Operation ETC, 90 seconds. Das heißt ETC. Enemy wing has just arrived. Estimated to complete, genau. Estimated complete heißt es ja. ETS ja. Estimated to arrival, genau so war das. Wieder Shaitans. Shaitans. Auch Tsunami-Bomben. Haben sie von uns geklaut. Ist ja einmal schon, haben sie produzieren sie bessere Bomben als sie haben. Ist auch toll. Omega 1, docking completed. Proceeding to jump node. Ja, jetzt wird lustig. New bandits in the area! Ich dachte, neue Banditen. Neue Banditen. Neue verurteilte Banditen. Ja, dann gehen meine Raketen aus. Ich muss gleich mal nachladen, wie es aussieht. Ja. Ja, wieder mal Huhnjagd hier. Omega 2 docking. Operation ETC, 90 seconds. So. Die Bomben kommen nicht mal an. Das ist gut. Die Bomben kommen nicht mal an. Eine tolle Sache. So. 5 Minuten brauchen die. Hoffentlich kommen die auch an da. Hoffe ich mal. New hostiles in the area. Also wieder Shaitans. Wie viel schicken die uns denn entgegen hier, ey? Haben die Besseres zu tun? Auf mal eine Menge von denen, also. Scheint kein Mangel an Shaitans zu herrschen. Wie auch an Crane-Kreuzern und alles Mögliche. Jetzt, das war's dann. Bin ich alle. Bin alle. Flasche leer. So. Was ist denn das da? Oh! That's the Lucifer arriving. Wir haben einfach Problem, Bobby, oder? Also, ich weiß ja nicht, aber ja, Omega ist durch. Enemy wing just arrived. The Lucifer is launching fighters at our transports. Oh. Roger that, sir. Ja, ihr müsst halt mal hinterher, aber ich kümmere mich hier um die Resetter kümmern. Hoffen, dass sie wieder wegkommt. Und wir kriegen mal ihr Triebwerk wieder in Gang hier. Wäre so ein Übel. Ich muss jetzt hier bleiben. Wo die hoffen, dass sie gleich startet. Na ja, komm, komm. Jetzt haut's ab, gut. Können wir abhauen. Können wir hinterher. The Rosetta has safely made it back to Terran space. Yep. So, und Gas. Und Gas hinterher. Mit allem, was wir haben. Allem, was wir haben, hinterher. Und die abfangen, diese blöden
Roger, sir. Scheiße. Einmal machen können, ja, Idiot. Ja, umkehren. Das war jetzt wieder scheiße. Und weg. So. Erst bald ich. Oh, und go. Oh, aber bei dem Tempo. So. Complete, sir. Und los. Und ab geht die Post. Die mal vernünftig. Aber die kriegen ja momentan gut hin, wie es aussieht. Da müssen wir nicht mal was machen. Die kriegen das hin. Wir sind ja. Oh, ist der Einsatzleiter. Einsatzleiter ist ja nie im Getümmel, ne? Ist immer so. Ja, das ist 6 Meter. Die Amiga 2 scheint relativ sicher zu sein. In Anführungszeichen. Enemy Wing just arrived. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen mal um die Basilisken kümmern. Diese Basilisken, diese bösen Schlangen. So, Omega 2 mal eingeholt. Und wieder zurück. Und dann auf Kampfgeschwindigkeit gehen. Und dann braucht er 1 Minute 30. Ja, ich hab ihn ja schon gesehen, ich hab mich schon gesehen. Ich wollte jetzt mich Omega 2 erwischen. Wie weit ist der weg? 50 Sekunden. Aber das kriegen wir vielleicht alle durch, hoffentlich. So, der ist tot. Und die müssen wir ignorieren. Die wird. Roger, disregarding your target. Das lässt ihr mal, die lässt ihr mal in Ruhe, die Lucifer. Das muss nicht sein, die da unnötig zu sterben. So. Der ist ja wie ein Getümmel da, ist ja sehr interessant. Witzig ist, dass die Omega 2 keinen Schutz hat, obwohl ich das eingezahlt habe. Ja, die kriegen alle, wegen der Filzverweigerung, kriegen die alle Kriegsgerichtsverfahren. Ehrlich. Ich bin da, ey. No. Yes, sir. Come on. Jumping out, sir. See you in Altair. Das war's dann. Ja, ist durch. Spinner. Ja, es war jetzt nicht sehr eindrucksvoll, fand ich, muss ich sagen. Da bin reingeflogen. Ach, das ist der Shivana. Shiva! Für Shiva! Watch your back, sir! Haha! Das war Kunstschuss! Und hinter euch gesetzt! Ich bin richtig übermütig! Hört auf mich zu schießen, ich bin, bin euer Freund! Das sieht aber gut aus hier. Ja, die haben wir gleich gesichert. Skorpione! Ja, das ist die Lucifer. Was macht die hier eigentlich? Hat die was zu tun? Muss sie nicht ein paar Planeten zerstören oder so? Ich meine, was kümmert sie sich um so einen kleinen Mini-Jäger hier wie uns? Ob die was ahnt, dass da irgendwas Wichtiges ist? Ich weiß es nicht. Ja. Hau ab, tschüss. Tschüss. Pilots, this mission is finished. Jump back to base. Roger, sir. Entering subspace. So, Beta kann mal weg. Enemy wing has just arrived.
Wir müssen uns immer um 100 ab. Nee, doch nicht, ich wollte nur sagen. Subspace Node activated. That's affirmative. Wir sind ab hier. Departing now. Müssen alle rauskommen. Ja, der ist verreckt beim Rausspringen, tut mir leid. Hab dich nicht rausbefohlen. You managed to get both transports to the Altair system. If the information at Altair 4 proves as valuable as the Basudan refugees suspect, then the Terran and Basudan people will owe you a great debt. Well done, pilot. The crew of the Rosetta sends their thanks. When the Lucifer jumped in, they all but gave up hope of survival. Your squadron was able to hold off the enemy, and that is most impressive. For this, you are awarded the Commendation Medal. Ja, wir kriegen Orden dafür, dass wir ja Rosetta nicht in der Panik bestätigt haben. Die haben die Panik gekriegt. Die waren meilenweit weg, die Lucifer, aber die haben echt Panik gekriegt und ja, haben trotzdem geschafft, die zu retten. War ja nicht sehr schwer, kam ja kein Gegner mehr zum Glück. Und ja, haben Belohnungsmedaille erhalten. Die, wie viel schon die zweite? Ja, hier haben wir doch einen zweiten und müsste ja ein dritter sein, oder? Haben wir den erhalten? Ich weiß es nicht. Haben wir schon mal einen zweiten gehabt? Ich glaube schon, ne? Müssen wir jetzt einen dritten haben eigentlich, aber egal. Ja, haben wir geschafft. Dann war's das mit der Mission. Es geht weiter an den Datenbank. Mal wieder. Gibt ein bisschen mehr zu lesen. Was wollte ich alles lesen? Ach ja, genau. Den Ursa. GTP Ursa. Das ist das Teil hier. So sieht das Teil aus im Spiel. The Ursa is the first bomber designed specifically for the purpose of annihilating capital ships. It carries a massive payload and is the only bomber in the GTA which can equip the Harbinger bomb. Strong shielding and hull makes the Ursa very difficult to destroy. Ja, das ist die Ursa, der erste Bomber, der dafür gedacht ist, Großkampfschiffe zu zerstören, also die richtige Zerstörer zu killen. Und ja, kann halt dort hier die Harbinger tragen als ganz besonderes Schmankerl und ja, hat starke Schilde und gerade starke Hülle, macht das Ding wie ein Panzer im Weltraum, kann man so sagen. Sehr schwer zu zerstören, aber ja, ich kann euch sagen, das Ding ist auch ziemlich lahmarschig und nicht sehr wendig, also trotzdem eine Todesfalle in meinen Augen. Aber mich hat ja keiner gefragt, ne? Ich habe das Ding ja nicht designt. Mich hätte mal fragen sollen, wenn mir schon solche Befehle geben, Befehlsgewalten. Ja, Befehls, ja, Gewalten kann ich sagen. Ja, naja, weiter geht's mit den Waffen. Wir haben hier die, wo haben wir sie denn? Ja, Disruptor Missile zum Beispiel, genau, die hier, die GTM 31 Disruptor Missile. Was ist das Teil hier? Advanced Signal Processing, High Position Interception Capability, Small Payload 9 Kilotons. Combining both conventional explosives and a localized blast of energy goes by the effect of impact upon the laser propulsion system of the missile, designed to temporarily disable subsystem on hostile targets. The D-missile is designed to temporarily stop a cruiser or destroyer from firing its laser turrets. The effect will last about 10 seconds per missile fired. So using these to temporarily disable a cruiser should usually be for suppression until the cruiser is destroyed. Whatever was trying to evade, the cruiser has gotten out of range. Only a few ships can carry these, and they are very scarce. So proper utilizing is important. Ja, im Grunde sagt sie das, was ich schon mal gesagt hatte. Die ist dafür da, entsprechend die Zeit zu gewinnen, um das Schiff zu zerstören oder Subsystem zu zerstören, was man halt braucht, um halt zu verhindern, dass das Schiff abhaut, das mit dem Ding getroffen wird. 10 Sekunden hält der Effekt vor, ist nicht sehr lang, aber 10 Sekunden haben und nicht haben, ist nun mal doch dann wichtig, ja? Also, muss man halt haben. Ja, weiter geht's mit der nächsten Rakete, Bombe, das ist das Ding, GTM N1 Harbinger. Das ganz fette Teil. Fusion Bombs surrounded by 3 salted fission bombs. Propulsion Unit is a half-size version of the regulation GTA Fighter Thruster. Class 2. Given the weight of the payloads, the missile is slow despite the power of the thrusters. As the Harbinger is exceptionally large, GTA bombers are limited to carrying 6 of these per weapons at any given time. The resultant shockwave from this weapon is potentially deadly. Due to the size of the payload,
was 5000 Megatonnen in total used near Elliot installation or Elliot chip groupings is strongly discovered by the GTA. Most effective when used in preemptive defensive strike against non-military installations. The Harbinger is our best chance of destroying the Lucifer. Ja, es ist eine 5000 Megatonnen Bombe, also ein richtig übles, fettes Teil, was, wie gesagt, dafür gedacht ist, Zerstörer zu killen, zu vernichten. Also, ganz schön übel. Das Ding hat ein eingebautes Triebwerk von einem Jäger und ja, ist trotzdem relativ langsam, also ist halt nicht der schnellste und man kann es natürlich trotzdem beschleunigen, wenn man entsprechend schnell anfliegt und die schnell loslässt, also bei hoher Geschwindigkeit halt rauslässt. Aber ja, die Schockwelle von dem Ding ist, kann tödlich sein für jeden in der Nähe, also ziemlich übel, so muss man aufpassen. Aber ist die beste Chance, den Lucifer zu vernichten. Ist natürlich, ja, ist natürlich auch entsprechend reguliert, das Teil. 6 darf man maximal pro Schiff mitnehmen. Dann kommt Tsunami, darf man auch noch 10 mitnehmen davon, aber ja. Ist halt für die ganz extremen Fälle geeignet. Falls so ein Ding mal explodiert, aua, tut das halt weh, muss man halt aufpassen. Ja, das war's mit der technischen Datenbank. Das war's mit der Folge. Daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.